Ja Leute, was geht ab? Hast du vielleicht zu Hause ausgemistet, neu gestrichen, neue Möbel geholt und alles ein bisschen umdekoriert? Dann ist dieses Video genau für dich und vielleicht auch für die, die es in Zukunft machen wollen. Ja, viele haben ihre Wohnung umgeräumt, haben ausgemistet und haben diese Zeit der Corona-Krise in dem Sinne erstmal positiv genutzt. Doch was heißt das eigentlich, wenn ihr zu Hause aufräumt und ausmistet, ja? Ihr mistet also sozusagen erstmal physisch aus. Und damit seid ihr schon auf einem mega guten Weg. Der nächste Schritt wäre aber, dass ihr auch psychisch ausmistet. Das heißt, schafft den Müll aus eurem Kopf raus, den ihr nicht mehr braucht. Ihr habt gemerkt, es ist vielleicht ein befreiendes Gefühl, wenn ihr zu Hause Klamotten aussortiert, alte Sachen, die ihr nicht mehr braucht. Und ihr fühlt euch einfach gut danach. Und diese Klamotten haben ja in Wirklichkeit eigentlich gar nicht so viel mit euch zu tun. Aber was ihr permanent mit euch rumtragt, ist euer Mind. Und stellt euch vor, ihr müsstet da mal aus, bringt den Müll raus und seid danach wirklich richtig frei. Stellt euch vor, wie ihr euch danach fühlt, wenn ihr alle Sachen, die ständig in eurem Kopf rumschwirren, einfach mal ausmistet und dann merkt, all diese überflüssigen Gedanken waren gar nicht so wichtig. Sie waren gar nicht so nötig. Ihr braucht sie nicht zum Überleben. Und vielleicht standen diese Gedanken euch auch ziemlich oft im Weg bei irgendwelchen Dingen, die ihr umsetzen wolltet, neuen Dingen, die ihr ausprobieren wolltet. Aber die Ängste und Gedanken kamen zu euch in den Kopf und ihr konntet nichts dagegen tun. Jetzt ist die Zeit dafür, auch psychisch aufzuräumen, auszumisten und aus dieser Krise mit deinem neuen Bewusstsein rauszugehen. Das heißt, nutzt diese Zeit. Ich wollte euch diesen kleinen Tipp noch geben, weil mir ist es aufgefallen, wie viele Leute auf Social Media posten, dass sie gerade streichen und so weiter. Die Baumärkte sind voll, vor ein paar Tagen im Baumarkt, und es war ultra viel los. Und deswegen kam ich auf die Idee, die Leute fangen schon physisch damit an, der nächste Step wäre das psychisch zu tun. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Abonniert diesen Kanal, bleibt mit mir dabei, würde mich sehr freuen, ihr würdet mir auch persönlich sehr weiterhelfen. Schreibt mir auch unbedingt in die Kommentare, wenn ihr abonniert habt, damit ich euch herzlich willkommen heißen kann auf diesem Kanal. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.